Alles klar, also wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Genau, kurz zu mir, ich bin Sebastian Kurfürst, bin in dem Projekt schon sehr, sehr lange verhaftet. Also ich glaube, ich war nach Robert und Carsten irgendwie so Person Nummer 3, 4 oder 5, also sehr weit am Anfang. Und ja, habe da ganz viele verschiedene Teile gemacht und das macht mir immer noch sehr, sehr großen Spaß. Genau, beruflich bin ich Mitgründer von einer Agentur, die heißt Sensdom Media. Wir sitzen in Dresden und in Darmstadt und sind momentan 10 Leute, machen Webanwendungen in ganz vielen verschiedenen Variationen, Mobile-Anwendungen, alles mit Webtechnologien. Ein ganz wichtiger Fokus von uns ist natürlich auf Neos. Also das heißt, im CMS-Bereich setzen wir auch nur Neos ein und auch Flow als Framework in ganz vielen Bereichen. Aber ich möchte jetzt nicht über unsere Agentur reden, sondern ich möchte über Content Strategy reden. Da müssen wir einen Schritt zurückgehen, wenn wir über Webseiten reden. Es ist ja so, dass wir eine Webseite machen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das heißt, wir möchten in eine Kommunikation mit unseren Kunden eintreten. Wir haben irgendeine Message, die wir platzieren möchten. Wir möchten letztendlich Inhalte an die richtigen Leute, an die richtige Zielgruppe vermitteln, zur richtigen Zeit. Und im Idealfall auch aus dem richtigen Grund die Leute informieren. Und im Prinzip umfasst Content Strategy alle Pläne und Gedanken, die man sich macht, um genau dieses Ziel zu erreichen. Und hier ist so ein Diagramm, das zeigt es eigentlich ganz gut, diesen Prozess. Das geht quasi los mit, man fängt an, diesen Content zu planen, man macht irgendeinen Content, guckt sich, was hat man schon an Content, das ist dieser Content Audit. Dann geht es weiter, man analysiert den, macht so Workshops, dann plant man den Content und irgendwann erzeugt man den Content und erst dann kommt letztendlich das eigentliche CMS ins Spiel, wo man halt den Content wirklich live schaltet. Also das ist so dieser klassische Weg über Content Strategy, wie man das früher oder auch lange gemacht hat. Und häufig bedeutet das halt, wenn man das macht, dass man halt zum Beispiel häufig sowas, ein sogenanntes Content Inventory anlegt, wo man halt eine Excel-Tabelle nimmt zum Beispiel und dann halt sich hinmalt, welchen Inhalt habe ich schon, welchen Inhalt möchte ich gerne haben, wo man im Prinzip die Webseite in seiner Baum- oder Seitenstruktur plant. Was man auch noch häufig macht, ist sowas wie Spec-Sheets, nennt sich das, wo man im Prinzip beschreibt, was für Inhalte, also was Inhalte sein sollten. Also man im Prinzip sagt, okay, ich habe für eine Seite, muss ich einen Seiteninhalt oder Seitentitel festlegen, der soll nicht zu lang sein, nicht zu kurz sein, der soll eine bestimmte Ansprache haben. Alles sowas. Und typischerweise ist das so, dass man dann erst eine Designphase hat und dann halt die Umsetzung im CMS macht. Und wichtig, diese Content-Strategie ist halt auch wichtig für die Designphase. Das kann man sich vorstellen, wenn halt Überschriften besonders lang sind, dann muss das Design damit umgehen können, dann muss das Design auch mit mehrzeiligen Überschriften beispielsweise umgehen können. Und ja, das ist sozusagen so dieses Vorgehen. So, jetzt die Frage, wer in seiner täglichen Praxis hat das so oder macht das so? Ja, habe ich mir fast gedacht. Also wir auch nicht, ehrlich gesagt, in vielen Projekten. Weil das ist natürlich ganz viel To-Dos, die man machen muss, die man per Hand machen muss. Prinzipiell ist es allerdings sinnvoll. Es ist natürlich sinnvoll, ein klares Ziel vor Augen zu haben und sozusagen den Inhalt in den Fokus zu stellen. Und jetzt ist es so, wenn man, ich möchte zeigen, wie quasi Neos auch auf diesem Weg unterstützen kann, sodass man sozusagen sich über diese Inhaltsdomäne ganz fokussiert Gedanken machen kann und dass man aber trotzdem möglichst viel halt in Neos selbst machen kann. Das ist im Prinzip das Ziel, was wir jetzt versuchen zu erreichen. Genau, ich habe da ein Beispiel mitgebracht, das ist die Quorkites-Website, das hat eine Agentur gemacht, Network-Team aus Kiel. Christopher Lubeck ist auch ein Kollege aus dem Kernteam und ich finde die visuell ziemlich ansprechend, deshalb habe ich die mal genommen. Genau, kann die im Prinzip, habe so ganz viele große Bilder. Wenn ich mich im Backend einlogge, sieht das im Prinzip genauso aus. Ich möchte noch mal ganz kurz ein bisschen highlighten, wie Neos eigentlich funktioniert. Wir hatten von Robert so ein bisschen high-level-mäßig die einzelnen Teile und die einzelnen Module oder einzelnen Funktionsblöcke gesehen. Ich würde jetzt versuchen, so ein bisschen insgesamt ganzheitlicheren Blick zu schaffen. Das Erste, wenn wir jetzt Neos anmelden, sehen wir, dass wir eigentlich die Website selbst sehen und außenrum nur so relativ wenige UI-Elemente. Das ist eigentlich diese Idee dieses Inline-Editings auf der Website selbst. Auf der linken Seite sehen wir so eine Art Seitenbaum. Das ist
ähnlich wie, also gibt es ja in vielen Systemen, gibt es zum Beispiel bei Typo 3 relativ ähnlich als Seitenbaum. Wir reden gleich noch, was man hier drin dann sieht und wie man das verwendet, aber de facto ist es halt ein Baum von Inhalt, der beliebig tief strukturiert ist. So, und jetzt geht es also um diese Inhaltsstruktur. Wenn wir uns jetzt mal eine spezifische Seite rausgreifen von der Website, dann sieht man, da gibt es so verschiedene Blöcke. Ne? Da gibt es hier dieses, also das ist so eine Website, so eine Support-Website, wo die halt drüber schreiben, wie kann ich Support von einem Hersteller, also sozusagen, wie sagt man, Garantie, genau, kann ich Garantie von dem Hersteller kriegen, was muss ich dafür wissen? Und im Prinzip gibt es die Inhalte, kann man sagen, sind in so vier Blöcken eingeteilt. Ne? Wir haben einen Bereich, der das ein bisschen beschreibt. Wir haben eine Möglichkeit, uns da anzumelden. Wir haben noch ein Gewinnspiel und wir haben noch Infos, die ich praktisch brauche zur Anmeldung, nämlich wie ich die Seriennummer entsprechend finde. So, wenn wir jetzt mal gucken, wie das in Neos repräsentiert wird, dann passiert das in Form eines sogenannten Inhaltsbaumes. Das heißt, diese Baumstruktur, die wir gesehen haben auf der, zur Strukturierung unserer Seiten, die hört nicht auf der Seitenebene auf, sondern das heißt, die geht auch auf der Seite weiter. Das heißt, ich kann auch auf meiner einzelnen Seite die Inhalte hierarchisch strukturieren. Das ist genau das, was wir Node-Tree nennen. Und diese verschiedenen Inhaltselemente haben verschiedene Typen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel die Support-Seite gesehen, die ist vom Node-Type-Page und dieser Node-Type beschreibt, welche Eigenschaften sind erlaubt, welche Unterelemente sind erlaubt, also beispielsweise, dass man sagt, okay, das Ding hat Text, es hat zwei Bilder, es dürfen bestimmte Inhaltselemente da drin erlaubt sein, jetzt für die Support-Seite. Und wenn ich neuen Inhalt einfüge auf der Seite, dann habe ich im Prinzip genau hier die Möglichkeiten, wo ich diese verschiedenen Node-Types sehe, wo ich halt sehe, was kann ich dann auf dieser Seite in diesem Kontext entsprechend einfügen. Okay, das heißt, wir können diesen Baum bis auf die einzelne Inhaltselementebene nutzen. Das ist eigentlich das erste Wichtige. Jetzt gucken wir uns mal eine andere Seite an, in diesem Use Case. Die haben halt, die verkaufen Kites zum Kiten. Wenn ich mir so einen Kite angucke und mich dafür interessiere, dann finde ich auf dieser Seite ziemlich viele Informationen darüber. Das heißt, jetzt könnte man überlegen, wie mache ich das in meinem CMS? Na okay, das erste ist sowas wie ein Titel, dann habe ich ein Bild, dann habe ich eine Beschreibung, das ist auch so Text, dann habe ich Features, was irgendwie so einzelne Elemente sind. Das heißt, man könnte jetzt erstmal hingehen und könnte sich überlegen, wie mache ich das in meinem CMS? Ich nehme einfach so eine Seite, das kann mein CMS, das kann WordPress, das kann Typo 3, das kann Neos. Und jetzt fange ich an, da Text zu platzieren und Text mit Bild zu platzieren und irgendeine Liste zu platzieren. Das Problem dabei ist, dass wir ganz viel verlieren auf diesem Weg. Wir verlieren jeglichen semantischen Zusammenhang zwischen diesen Inhalten. Weil wenn wir das halt so im System pflegen als viele einzelne Elemente, dann heißt es eigentlich, dass wir nicht mehr wissen, was das eigentlich repräsentiert, was das eigentlich ist. Das heißt, das ist ganz wichtig für die Denkweise mit Neos, dass wir, wenn wir so ein Konstrukt haben wie so ein Kite, den wir jetzt in unserem System abbilden wollen, dann sollten wir den auch so modellieren als einen großen Block, als ein logisches Element, der Kite. Das heißt, wir legen keine Seite an und platzieren da ganz viele Elemente, sondern wir legen ein Kite-Produkt oder ein Produkt in unserem System an. Und dieses Produkt hat dann natürlich bestimmte Eigenschaften, das kann Titel haben, eine Beschreibung, in unserem Fall auch Bilder und das kann auch diese Features entsprechend haben. Und das heißt, dieser Node-Type Kite als Beispiel, der hat halt zum Beispiel gesagt, einen Titel, eine Beschreibung, ein Produktbild und dann sagt er halt, okay, es sind beliebig viele Features, die ich da unten drunter platzieren kann, wo ich halt sagen kann, okay, das hat einen, wenn man das übersetzt, einen Speed-Valve, also eine Geschwindigkeitsregelung, die besteht aus drei verschiedenen, also von der Grundsetup aus mit drei Streben oder so. Ich bin jetzt nicht der Kite-Experte. Genau, aber das ist also das Wichtige, dass wir halt nicht versuchen, unsere Inhalte irgendwie in das CMS zu pressen, sondern dass wir sozusagen das CMS so bauen, dass es die Inhalte, die wir darstellen wollen, möglichst optimal aufsammelt, gewissermaßen. Und wie gesagt, diese Inhaltsstruktur kann direkt als Nodes implementiert werden. Und technisch sind das YAML-Dateien, also das ist eine Konfigurationsdatei, wo ich genau das beschreibe als Integrator, als jemand, der eine Website damit baut. Und das ist im Prinzip so ein ganz
essentielles Ding in Neos. Das heißt, in vielen anderen Systemen ist es so, da kommt mal ein Designer daher und macht irgendwie Designs, versuche ich die irgendwie mit meinen bestehenden Seiten umzusetzen. Und jetzt ist eigentlich die Idee, dass wir noch einen Schritt vorher anfangen, indem wir mit dem Kunden erstmal über Inhalte reden, also über was möchte er eigentlich abbilden, was möchte er erreichen. Das können wir auch schon in Neos umsetzen, also wir können diese Struktur auch schon in Neos pflegen, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie das dann am Ende dargestellt wird. Und das ist tatsächlich was wir zum Beispiel relativ häufig mit Kunden machen, dass wir halt am Anfang so einen Workshop machen, wo wir halt mit denen drüber reden, okay, wie ist dein Inhalt strukturiert, das mit dem zusammen rausfinden und dann tatsächlich sozusagen die Inhalte schon mal pflegen, dass sie dann halt noch hässlich aus, sage ich mal, weil man halt noch kein Design im Wesentlichen außenrum hat. Und man kann trotzdem schon mal anfangen, die wichtigsten Teile, die er in seiner Domäne hat, entsprechend, wie jetzt in dem Fall zum Beispiel Kites, zu verwenden und mit Leben zu füllen. So, jetzt würde ich gerne nochmal, der Vortrag ist ja Content Strategy und ich möchte es halt auch ein bisschen verwenden, um zu zeigen, wie man Neos erweitern kann und wie man Neos flexibel einsetzen kann. Genau, und wir hatten ja im Prinzip am Anfang diese Content Strategy basiert mit Excel mal gesehen und ich möchte jetzt mal einen kleinen Prototypen zeigen, den Kollege Christian Müller gebaut hat, Kollege von Flow Native, wie man das in Neos machen könnte. Also die Idee dabei ist, dass wir dieses Content Inventory, was sagt, was gerade alles in Neos drin ist, in unserem System drin ist, dass wir das direkt dass wir das nicht extra pflegen müssen, sondern direkt aus Neos selbst bauen können. Und dafür gibt es eine Funktionalität in Neos, die nennt sich Edit und Preview Modes. Die finde ich hier oben unter diesem Edit Preview Tab. Die Idee dabei ist, dass ich einen Inhalt, den ich habe, in verschiedenen Ausgabemedien präsentieren kann, also sprich für Mobile, für Tablet, für Desktop als in simplen Fällen, aber es kann auch eine Print-Preview geben zum Beispiel oder eine PDF-Darstellung und ich könnte die auch in verschiedenen Arten und Weisen editieren. Ich kann die einmal direkt auf der Seite editieren, das ist das, was wir immer kennen, das nennen wir In-Place-Editing, das ist auch der Standard. Aber ich kann zum Beispiel auch in den Raw-Content-Mode switchen, das ist eher so eine Text-Editor-Ansicht sozusagen. Also das heißt, da habe ich keinerlei Design, keinerlei Layout von meiner Website, aber ich kann mich halt sehr, sehr stark auf meinen eigentlichen Inhalt fokussieren. Oder ich kann, genau wie gesagt, zum Beispiel eine Print-Preview einbauen. Und die Idee dabei ist, wir liefern zwar Neos mit diesen Defaults aus, also dass wir In-Place und Raw-Content-Mode haben, aber das ist was in sehr vielen Projekten sozusagen angepasst wird und angepasst werden soll auf die sinnvollen Cases innerhalb des Projekts. Also das heißt, Neos bietet sozusagen das Baukastensystem und die eigentliche Anpassung auf die Kundenanforderungen passiert dann im Projekt selbst. Und diese Edit Preview Modes sind sozusagen so ein Einstiegspunkt, wie man halt diese Anpassungen entsprechend vornehmen kann. Und was mein Kollege Christian Müller gebaut hat, ist einfach ein neues Modul. Das ist hier ganz rechts der Preview Central, das heißt Content Inventory. Und wenn ich da reingehe, dann sehe ich im Prinzip genau erstmal eine Übersicht aller Inhaltselemente, so hierarchisch strukturiert. Das sind die Zahlen hier vorne. Ich sehe die Seiten, ich sehe, wer hat das zuletzt editiert, wann wurde es zuletzt editiert. Und das kann man natürlich auch sehr, da könnte man jetzt auch zum Beispiel Beschreibungen anzeigen. Wenn jetzt jede Seite einen Satz hat, die sie charakterisiert, dann könnte man das sozusagen genauso einbinden. Und das ist also so eine Idee, die man da nutzen kann beispielsweise. So, und dann haben wir ja gesagt, dann wollen wir unsere Editoren in eine bestimmte Richtung guiden. Ne? Wir wollen nicht, dass die alles überall machen können, sondern dass sie halt bestimmte Dinge, die zum Konzept der Seite passen, bauen können. Ja? Also beispielsweise, ich weiß noch genau, als wir unser erstes Projekt gebaut haben, also nicht mit Neos, schon lange her, da haben die Leute irgendwann angefangen, Mehrspalter in Mehrspalter zu verschachteln zum Beispiel, ja, um halt bestimmte Layouts zu erzielen. Und das war halt nie so gedacht worden, dass das Leute machen dürfen, aber sie haben sie natürlich einfach trotzdem gemacht. Und da sieht man in freier Wildbahn halt ganz viele verschiedene Dinge. Und das Ziel von Neos ist halt, dass man den Nutzer sozusagen in eine bestimmte Richtung guidet, also dass man ihm nicht zwingt, eine bestimmte Richtung zu machen, aber dass es so einfach ist, diesen Weg zu gehen, dass er den halt auch gerne geht und damit auch die Inhalte so aufbereitet, wie sie halt möglichst gut
auch ankommen beim Endkunden. Und diese Specsheets können dafür eine Hilfe sein. Also das heißt, weil die halt beschreiben, welche Inhaltselemente habe ich und wie sind die gedacht, dass sie verwendet werden. Und was wir jetzt hier mal gemacht haben, ist, das ist wie gesagt ein Prototyp, dass wir jetzt, wir können ja in Neos eigene Node-Types erstellen. Wie wir vorhin gesehen haben, wir können zum Beispiel so ein Kite-Objekt erstellen und das haben wir jetzt genutzt, um ein Specsheet-Node-Type zu erstellen. Das heißt, ich kann in Neos selbst beschreiben, wie meine Inhaltsstruktur auszusehen hat. Und das kann dann beispielsweise so aussehen. Ich kann jetzt hier, habe jetzt so ein Blogpost-Specsheet, ich kann jetzt hier so eine Beschreibung schreiben, wie das gedacht ist. Wo das angezeigt wird, ich kann zeigen, okay, wir haben eine Titeleigenschaft beispielsweise, wie ist es gedacht, dass es genutzt ist beispielsweise, maximal 100 bis 250 Zeichen, es gibt eine lange und eine Kurzform, ich habe den Hauptcontent beispielsweise und genau, wie wir halt, wie wir wollen, dass die Ansprache ist, sowas können wir halt dort entsprechend festlegen. Wir können ein Bild hochladen, was zeigt, wie die Standardausschnitte sein sollen. Also in dem Fall war das jetzt, sehen wir gleich, kann man jetzt sagen, hey, das Bild soll eine Nahaufnahme von irgendeinem Gemüse sein, können Beispielbilder hinterlegen hier. Genau, und wenn man dann den Inhalt entsprechend pflegt, wenn man jetzt hier neue Inhaltselemente einfügt, also ich füge jetzt einen neuen Blogpost hinzu, dann habe ich hier genau diese Beispieltexte, die ich quasi gerade hinterlegt habe und kann damit anfangen, die entsprechend einzutragen. Ich habe hier das Beispielbild, kann das entsprechend ersetzen. Und das war jetzt mal einfach so ein Experiment, was einfach ein bisschen zeigen soll, wie man Neos verwenden kann auf eine, sage ich mal, ein bisschen kreative Art und Weise, ohne das System zu verbiegen. Also das heißt, für alles, was wir hier sehen, war jetzt kein schlimmer Patch oder kein schlimmer Hack nötig, sondern das ist absolut okay und auch absolut gewünscht und vorgesehen, dass man solche Anpassungen halt am System macht, sodass sie halt zu einem eigenen Workflow passen. Und Neos ist eher so eine, wie Robert es schon beschrieben hat, eher so ein sehr universelles und hoffentlich gutes Tool, was solche Anpassungen entsprechend ermöglicht. So, genau, jetzt möchte ich nochmal auf ein paar Hauptfeatures eingehen in Neos, die wichtig sind, die man in vielen Projekten braucht und nochmal ein bisschen im Detail erläutern, wie die funktionieren, die auch für Inhalte häufig wichtig sind. Das erste Feature ist Übersetzung. Das wurde ja schon mal ein bisschen angedeutet, das möchte ich mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Also wir haben so einen Selektor für verschiedene Sprachen. Ich kann dann einstellen, was da drin sein soll. Intern ist es so, dass das ein Baum von Sprachen ist. Das bedeutet, wir haben eine Art Hierarchie. Als Beispiel, englische und deutsche Inhalte sind eigentlich immer verschieden. Also ich meine, das ist eigentlich kein Unterschied. Zwischen britischem Englisch und amerikanischem Englisch gibt es nur relativ geringe Unterschiede. Und ich möchte jetzt wahrscheinlich nicht meinen Inhalt dreimal komplett produzieren, sondern ich möchte ihn wahrscheinlich nur zweimal produzieren, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Und dann möchte ich sagen, für britisches Englisch möchte ich manchmal ein paar Ausnahmen machen. Also Beispiel, ich habe auf der Startseite von meiner Website zum Beispiel, habe ich ein ganz fettes Bild, wo ein ganz fetter Text drüber steht. Und da wird halt Color nur mit O geschrieben und für British English People möchte ich aber, dass da Color mit OU steht, damit die sich halt besser angesprochen fühlen. Und das kann ich hier genau machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel amerikanisches Englisch rendern möchte, was quasi passiert ist, das sind so wie Zwiebelschalen. Ja? Also das heißt, wenn ihr erst diesen Inhalt, der in MUL, also in Multilanguage, also die Basis sozusagen von allem, dann legen wir darauf die Zwiebelschale mit dem englischen Inhalt und dann kommt der Sonderfall für das American English beispielsweise, wo wir einfach nur noch den Text oben im Bild überschreiben. Also das kann man sich so vorstellen, wie gesagt, einfach wie so drei Zwiebelschalen und das kann man halt beliebig flexibel konfigurieren, wie man das halt für sich braucht. Technisch ist es so, dass das als Varianten auf diesem Notebaum entsteht. Das heißt, wir haben ja hier dafür diesen Notebaum zum Beispiel, den wir vorhin hatten, und jetzt mal eingezeichnet, okay, diese Support-Page gibt es auf Deutsch und auf Englisch.
Diese Kitesupport-Texte gibt es als Sonderfall für amerikanisches Englisch und halt das normale, was dann für British angezeigt wird. Und Win a Kite ist in beiden Varianten und dieses Find Serial Numbers Image, dieses Bild hier, finden wir die Seriennummer des Kites, das gibt es nur auf Englisch beispielsweise und wird in der deutschen Variante gar nicht angezeigt. Also auf diese Art und Weise kann ich feinjustieren, wie mein Inhalt ausgespielt wird. Und jetzt ist es ja so, dass häufiger unser Inhalt nicht nur in einem Zielgerät landet, sondern oft in vielen Geräten. Also sprich, wir haben alle Handys, wir haben alle iPads oder Tablets, wir haben alle Desktop-Systeme. Und was wir alle mittlerweile machen, ist, dass wir den Inhalt responsive aufbereiten, was erstmal meistens nur heißt, dass man halt verschiedene Screengrößen kann und dass derselbe Text und derselben Inhalt als Screengröße zu sehen ist. Aber es kann durchaus sein, es ist durchaus vorstellbar und auch für große Redaktionen teilweise sinnvoll, dass man den Inhalt selbst ändert für die verschiedenen Geräte. Also das kann im simplesten Fall sein, dass man halt ein Bild zum Beispiel, dass man verschiedene Bilder hochlädt für die verschiedenen Screengrößen, dass man halt sagt, okay, auf dem iPhone möchte ich zum Beispiel nur das Gesicht von dem Sprecher haben, auf dem Desktop, da habe ich Platz, da möchte ich nicht nur das Bild haben, sondern möchte ich zum Beispiel das gesamte Bild von der Bühne sehen als Beispiel. Also das sind Dinge, die wir durchaus sehen. Oder auch, es gibt ja zum Beispiel von staatlichen oder Einrichtungen die Verpflichtung, Dinge in leichter Sprache anzubieten. Also das heißt, es ist eine Sprache, die zum Beispiel für behinderte Menschen besser geeignet ist zum Verstehen, also für Leute, die Einschränkungen im Bereich Sprachverstehen haben. Und das kann man sich alles als mögliche, alles mögliche Dimensionen unseres Inhalts, wenn wir das halt entsprechend brauchen. Und diese Inhaltsvarianten kann ich auch genauso kombinieren. Das heißt, es ist nirgendwo, also das heißt, ich, neben dieser Sprachdimension kann es auch diese anderen Dimensionen geben. Ich kann eine für Device machen, ich kann eine für leichte, schwere Sprache machen. Ich kann das auch beliebig kombinieren, man muss da halt aufpassen. Mit jeder Variante, die ich hinzufüge, steigt natürlich der Editieraufwand für meine Redakteure immens an. Ne? Und da muss man einen guten Mittelweg finden. Also ich habe in der Praxis noch nie ein Projekt gesehen, was mehr als zwei Dimensionen hatte, also wo man dann mehr Kombinationen hatte als Sprache und Land beispielsweise. Und, aber es wäre zumindest technisch möglich. Meistens ist es aber auch so, also ich sage mal, in 90% der Fälle reicht eine Dimension und die heißt halt Sprache. Aber es kommt halt doch durchaus vor, dass wir halt bestimmte, dass man es halt doch mal braucht. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtige, dass wir das halt entsprechend vorsehen. So, ich bin, glaube ich, ein bisschen schneller als eigentlich gedacht. Ich hoffe, das ist okay. Haben wir ein bisschen mehr Zeit für, oder können wir ein paar Fragen am Ende noch einschieben. Genau, was haben wir gemacht? Also wir haben am Anfang über Content Strategy geredet. Ich habe gezeigt, wie so ein prototypischer Workflow sein könnte, wenn man Webseiten nach Content Strategy macht, aber es ist halt auch ein bisschen unpraktisch, ein bisschen viel, also sehr, sehr viel Handarbeit und es ist vielleicht für einen Relaunch mal möglich, aber das ist schwer, wenn ich halt ständig wechselnde Redaktionsteams habe oder wenn ich halt auch permanent Inhalte für meine Websites produziere und nicht halt einen großen Redesign mache. Und dann haben wir mal die Basis von Neos gesehen. Und ich habe dann mal gezeigt, wie man Neos verwenden kann, um zum Beispiel diese Content Inventory und diese Specsheets entsprechend in Neos selbst zu pflegen und somit dem Editor entsprechend Hilfe zu geben. Und wie gesagt, das war jetzt einfach mal ein Use Case, um ein bisschen zu zeigen, wie man Neos anpassen kann und dass man da durchaus auch ein bisschen kreativ sein kann bei der Anpassung. Und am Ende haben wir noch, wie gesagt, diese Übersetzung, also diese Content-Dimensionen gesehen, weil das halt absolut ein essentielles Feature von Neos ist, was es halt auch stark unterscheidet von vielen Alternativprodukten, die da deutlich weniger flexibel sind. Ja, dann auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn noch jemand Fragen hat, dann können wir das gerne alles noch machen zu dem Thema oder zu Neos allgemein. Ja, vielen Dank. Fragen zu Neos oder Kommentare, Wünsche? Traut sich niemand? War der Vortrag zu schlecht? Kann durchaus sein. Ja, dann kommen die Fragen einfach später. Dann kommen die Fragen gerne später, genau. Dann, genau. Wie geht es jetzt weiter? Das, ja. Wir haben ein bisschen getauscht.
Es kommt jetzt nochmal Franz Kugelmann, der vorher schon angekündigt